Wir sind wieder live und wir haben schöne E-Mail bekommen und ich bitte jetzt erstmal Sabine, das zu lesen. So, Sabine, du bist zu sehen und ich schaue die Gesamtkröte jetzt ein. So, jetzt. Wer ist der richtige Finden? Moment. Das ist die Martina. Ah, okay, genau. Ah, okay. Also. Hallo, liebe Sabine, hallo, lieber Tiet. Hier ist die Martina Haselmaus. Habe die Sendung in der Nacht als Wiederholung erst gesehen. Mein innerer Impuls sagt mir recht schnell, dass ich eins der 14 Dracheneier sein möchte. Es spricht mich wirklich total an. Möchte von euch bitte hierzu noch wissen, gerade auch in Bezug auf Drache und Phönix, dass sich diese Dualitäten doch jetzt auflösen, wohl auch mit hundertprozentigem Annehmen und Transformieren von Hell und Dunkel, beides als einen Teil von uns auch in uns zu akzeptieren und wir uns jetzt als eine dieser beiden identifizieren? Oder was hat es gerade in dem Beginn der Neuzeit für eine Bewandtnis, dass 14 Dracheneier kommen? Und was ist mit dem Phönix diesbezüglich? Die Zahl 14 ist natürlich auch wunderbar aufschlussreich. Hatte, was Drachen angeht, eben in den letzten Tagen damit gedanklich etwas mehr zu tun? Davor gar nicht. Und vor allem auch gedacht, zunächst keinen inneren Bezug zu haben, beziehungsweise erstmal auch gar nicht darüber deuten zu können. Bin auch ganz ohne Märchensymbolik aufgewachsen. Gestern nach der Sendung hatte ich mal im Internet nach Dracheninfo geschaut. Finde es sehr ansprechend, dass es ein Mischwesen ist und in allen Kulturen zu finden ist. Bescherung der Elemente, Überfluss, Verbindung von Materie und Geist. Bereit sein, die physischen und spirituellen Aspekte meiner Persönlichkeit im Einklang zu bringen. Danke für eure Antwort. Liebe Grüße, Martina. Nochmal die Frage konkret? Oder hast du? Hast du die Frage verstanden? Oder die Frage? Also die Frage nochmal konkret ist, nochmal in Bezug auf Drache und Phönix, dass sich die beiden Dualitäten doch jetzt auflösen, wohl mit hundertprozentigem Annehmen und Transformieren von Hell und Dunkel, beides in uns zu akzeptieren. Und die Frage ist, oder ob wir uns jetzt als eine dieser beiden identifizieren. Also erstmal so im Rahmen, die neue Sendung ist jetzt wieder Matrix Familiencode. Im Rahmen dieser Sendung stellen wir einfach auch jeden Abend Menschen vor, die auch mit diesem Thema arbeiten. Und wie gesagt, wir haben Elke Röhe, die gesagt hat, ich habe eine fantastische Forschung. Ich habe das kurz gelesen, ich bin einfach auch berührt. Das wurde gestern in der Sendung einfach bekannt gegeben mit dem Drachen. Kann sich bewegen, ne? Stört nicht. Wir haben ein Tier als Gast auch, wie heißt es? Chica. Und darf sich bewegen, so wie die Kinder. Die Antwort und die Frage, die gestellt wurde, war in Bezug auf die Sendung von gestern. Ne? Also wir haben ja hier in den letzten Wochen, speziell jetzt wirklich am Kinderkongress, feststellen dürfen, dass dieser Ort hier beides in sich vereinigt. Also einmal die sogenannte Schattenseite und die Lichtseite. Und wir haben gemeinsam dafür gewirkt, dass hier ein Gleichgewicht ist, weil das hier auch ein Tor ist, wo Seelen in die eine oder andere Richtung gehen, wenn sie den Übergang machen. Und für mich selber ist es so,
Ich erlaube mir zu akzeptieren, dass beides in mir leben darf. Sowohl, dass ich mich mal der dunklen oder Schattenseite in meinen Inkarnationen zugewendet habe und auch der lichtvollen Seite, weil ich wollte alles experimentieren und um das Experimentieren geht es hier auf diesem Planeten. Und nun haben wir die Gewissheit, dass das Experimentieren abgeschlossen ist. Wir dürfen nun sein, was wir wirklich sind, nämlich Gott in der Form, der sich erfahren möchte. Und wenn wir beides in uns integriert haben und so akzeptiert haben, wie wir sind, dann müssen wir nicht mehr wählen, dann dürfen wir einfach nur sein und uns eine Verschmelzung eingehen mit unserem göttlichen Kern, mit unserer göttlichen Führung, und dann muss Dualität, so wie wir sie bisher kennengelernt haben, nicht mehr stattfinden. Also das ist etwas, so wie ich es sehe. Jeder von uns hat ja seine eigene Wahrheit. Nicht jeder sieht es so wie der andere. Und auch das hat Berechtigung und darf so sein. Und jeder wird von Gott geliebt, egal ob er jetzt sich der einen oder der anderen Seite zuwendet. Wir sind alle Gottes Kinder, wir sind alles das, was er ausgesendet hat, um sich selbst zu erfahren, um uns alle zu erfahren. Und ich gehe davon aus, dass die neue Zeit sehr viel harmonischer, ausgeglichener und friedvoller wird. Beantwortet das deine Frage? Ja, schon auch, aber die jetzigen Tracheneier, genau. Also ich kann dir sagen, das ist absolut richtig, deine Wahrnehmung, dein Gefühl. Und ich kann dir auch den Namen deines Drachen, der du sein möchtest oder bist, der Name ist Thomasina. Und Herzenskind habe ich dazu noch. Und wenn ich das richtig sehe, ist er grün. Ein Wassergrün. Toll. Also eigentlich ist es ein weiblicher Drache. Und ich hatte ja gestern schon erwähnt, dass diese 14 Eier alle auch schon der neuen Drachengeneration angehören. Also dieses Drachenkind braucht sehr viel Liebe, braucht sehr viel Hinwendung und Zuwendung und gibt ganz, ganz viel Herzgefühl ab. Okay, Dankeschön. Also, dann gerne, wie es weitergehen kann. Ne? Verstehe. Du meinst jetzt mit den Drachen? Muss ich dann kommen oder was für Folgen? Also, ich habe das Gefühl, es würde erstmal damit beginnen, dass du eine Art Patenschaft übernimmst. Es ist so, wir tragen ja viele Aspekte in uns. Also du bist
der Mensch, aber du bist auch der Drache. So ist es ja bei mir auch. Ich habe jetzt zur Jetztzeit einmal den Aspekt, dass ich hier als menschliche Form da bin, aber ich bin hier auch als Drachenmutter da. Das heißt, ich trage beides in mir, weil wir ja eigentlich auf vielen Dimensionen und Ebenen tätig sind. Und wenn du jetzt dich erstmal als der Mensch entscheidest, die Patenschaft für dieses kleine Wesen, was sicherlich bald schlüpfen wird, zu übernehmen, vielleicht möchtest du ein Tagebuch für dein Drachenkind anlegen, dich mit ihm immer mal wieder verbinden, hineinfühlen, wie geht es ihm, und ihm liebevolle Gedanken schicken und dann aufschreiben die Dinge, die du wahrnimmst. Das ist dann so etwas wie wie wenn menschliche Eltern ein Fotoalbum für ihr Baby anlegen. So ungefähr kannst du es betrachten. Es ist etwas wie eine Aufzeichnung. Du schreibst es zwar in dein Tagebuch, aber gleichzeitig passiert so vieles mehr. Ich kann es dir noch nicht genau sagen, was es sein wird, aber es wird dich sehr bereichern und irgendwann wirst du den tatsächlichen Kontakt haben und wirst auch mit dem Aspekt von dir in diesem Drachen, jungen Drachen anwesend sein, mit ihm auf Reisen gehen können, durch seine Augen sehen, vielleicht ein bisschen Feuer spucken, ab und zu mal fliegen. Das ist auch so etwas wie ein Versprechen. So viele mehr, denke ich auch. Wow! Und du kannst natürlich jederzeit, also vielleicht, Jeet, ist es so, vielleicht sollten wir mal irgendwann mit der Kamera nach oben gehen und mal oben die Räume zeigen, damit die Leute sich auch eine Vorstellung machen können und zum Beispiel auch in die Kammer hineingehen, wo also in das Kinderzimmer der Drache, sodass die Zuschauer vielleicht sogar etwas dabei wahrnehmen, wenn zum Beispiel Barbara da fotografieren würde. Also ich weiß ja, dass Barbara hier fotografiert hat und etliche Lichtwesen auch dabei erfasst hat. Und ich bin mir sicher, wenn du oben fotografieren würdest, dann würdest du da sicherlich auch erfolgreich sein. Also das denke ich mal, das sollten wir vielleicht mal machen. Okay, eben, ich zeige dann nachher nochmal die nächsten Tage und ab Montag wird jeden Abend, bevor wir mit der Sendung anfangen, ein Referent vorgestellt, der im Familiensystem einfach auch geforscht hat. Was wollen wir mehr? Wir können uns zwar vielleicht nicht berühren, aber wo gibt es solche Forschungen und so eine Intensität wie einfach auch hier? Natürlich, ich muss noch 15 Sachen gleichzeitig machen, ist nicht immer so perfekt, aber die Hilfe kommt ja bald. Okay, das heißt, ich sage euch, ab Montag ist wirklich jeden Abend ein Experte, das sage ich jetzt noch kurz. An die Website im TV-Programm könnt ihr das einfach auch sehen. Also, heute in Elke Röhr, Familienbaum, Moment, umstellen, Mikro. So, Elke Röhr, Familienbaum. Bereinigung, Auflösung von Flüchen, Schwüren, Verwunschungen innerhalb des Familienbaums. Dann, ihr seht das auch in der Webseite bei
heute im GPV, Montag, Samin Kühner Salomon, die Schätze der Ahnen. Sie forscht mit mir seit 10, 20, 30 Jahren im Bereich Ahnenkompetenz. Dienstag Matthias Schwemm, Trainer und Coach, Familienstellen, Mittwoch aus Berlin, Maraska, Silke Schulte. Christian Schilling, Familienstellen, Organisation von Bernd Ellinger. Dann die Andrea Hoffmann, systemische Stellen, Familienaufstellung und so weiter. Das ist, was wir nächste Woche auch machen werden. Alles in Vorbereitung auf unser Kinderkongress und auf unser Familienkongress, der Ende des Monats stattfindet. Okay, jetzt schaust du nochmal Audio, ne? Weil jetzt bin ich hier. Okay, Elke Röhr, Familienbaumbereinigung. Das heißt, es gibt so viele Menschen, die in der Welt uns so viele Milliarden könnten sparen lassen, damit so viel Überfluss ist, damit niemand mehr rumschuften muss, wenn wir zum Beispiel diese Tools einfach auch anwenden. Und GTV hat diese Aufgabe, als kleine GTV, als kleine Initiative, dass wir all dieses immenses Wissen, der in unserer Genie gespeichert ist, freigegeben wird und zur Verfügung gestellt wird. Genetische Reduzierung der Erbanlagen. Magst du uns ein bisschen erzählen? Ja. Also das fing so ziemlich Mitte vorigen Jahres an, dass ich auf ein Thema gestoßen bin bei der Arbeit mit Menschen, was bisher nicht so beachtet wurde. Und zwar, es wurde mir genannt als Zeugungstrauma, also im Moment der Zeugung. Es ist so, dass bestimmte Energien mit übernommen werden vom Vater, von der Mutter oder vom Familienbaum. Es betrifft sehr oft auch Vergewaltigungsopfer, auch innerhalb der Familie. Und ich habe ja die Möglichkeit, über den Kanal der Verbindung mit dem höheren Selbst einer Person Informationen abzurufen. Und also derartige Traumata kann man sehr gut auch auflösen über eine Umpolung. Und daraus ist dann entstanden die Familienbaumbereinigung, wo dieses Thema erweitert wurde auf das Thema Schwüre in der Familienvergangenheit oder Verwünschungen oder einfach nur Flüche zum Beispiel. Also mal angenommen als Beispiel, wenn innerhalb der Familie für ein Familienmitglied ein Fluch ausgesprochen wurde von einer anderen Person. Und das ist ja etwas Energetisches, was dann auch sich in der DNS der Person festsetzt. Und wenn die Person Kinder zeugt, dann gibt sie diese Energie an die Kinder weiter. Das ist dann in der Erbsubstanz drin und wird von Generation zu Generation weitergegeben. Und egal, was jetzt das Thema des Fluches ist, es setzt eine Blockade. Auch mal als Beispiel, zum Beispiel, wenn jemand sagt, mögen deine Kindeskinder, mal angenommen, niemals alt werden. Oder dann heißt es, dass es einprogrammiert und dementsprechend wird der Körper immer handeln, indem diese Kinder
halt nicht das Alter erreichen, was eigentlich die Seele machen möchte. So, und hier gibt es die Möglichkeit, durch Quantenheilung, durch Systeme, die über die Quantenheilung entstanden sind, gibt es die Möglichkeit, zu dem Moment durch die Informationen, die ich vom höheren Selbst bekomme. Das höhere Selbst wird mir mitteilen, in wann der Schwur oder Fluch oder Verwünschung ausgesprochen wurde, wird mir die Person nennen, wird mir das Jahrhundert nennen und auch die ganze Situation, die zu dem Zeitpunkt bestanden hat und auch den Hintergrund. Also ich habe das mit einer Person bereits ganz extrem erlebt. Da war das so, dass ein Fluch ausgesprochen wurde von einer Frau auf eine andere Frau, die gedacht hat, die andere Frau hat ihr den Mann weggenommen. Und die hat den Fluch ausgesprochen, mögen deine Nachfahren nie Kinder haben. Und dementsprechend ist das wirklich so gewesen, dass oft dann auf der Linie dieser Frau, also auf der weiblichen Linie, keine Kinder geboren wurden. Und dann kann man durch eine Umpolung, kann man diese Geschichte umdrehen, und sodass dieser Fluch im Prinzip dann nicht existent ist. Das bedeutet, die Energie wird aufgelöst und es hat eine Auswirkung auf den gesamten Familienbaum, also den der Vergangenheit der Person und auch der Zukunft der Person. Das ist in Kürze die Geschichte. Da bin ich noch am Forschen und am Entwickeln und da werden sich noch viele Dinge zeigen und bewegen. Das heißt, so wie einfach die Sachen verursacht werden, so, ne, ist es. Oft die Menschen glauben nicht, dass sie vom Menschen auch bereinigt werden können. Deswegen schneiden sie rum, nur und mit dem Schraubenzieher und Operationen, aber eben, das ist wichtig, dass nur der Mensch, die Energie, so etwas heilen kann. So, darf ich lesen? Bitte. Diese Methode beinhaltet Eilensequenzen wie zum Beispiel Mikro-DNS-Code, degenerative Quanteninformationen, Stressabbau durch entsprechende Quantenmuster, Quantentraumabehandlung sowie begleitende Initiativen und so weiter. In der Gottesmatrix sind sämtliche Erbinformationen gespeichert. Deshalb macht es auch Sinn, diese dort aufzulösen. Klar. Es geht um eine neue Ordnung in der Zellstruktur der Menschen und so weiter. Das, ich wurde natürlich, Beispiel hast du einfach schon gemacht, und ich freue mich einfach, wenn wir in diese Abende auch etwas erfahren. Nicht nur perfekt darstellen, sondern immer eine Erfahrung machen. Ne? Und die Menschen sind mehr theoretisch fixiert als erfahrungsorientiert. Und wenn wir in einer Stunde etwas erfahren, sind wir göttlich dann erleuchtet. Wenn wir nur uns informieren, dann sind wir göttlich verblödet oft, weil wir zu viele Informationen haben, aber keine Erfahrung. Ich darf das so sagen. Und ich wollte dich vielleicht, denke, jeder hier hat ein Thema. Für mich, ich habe auch sowas, so bei meiner Geburt habe ich einfach das ein bisschen geguckt. In einem bestimmten Moment in meiner Geburt wollte ich zurückgehen. Ne? Mhm. Habe ich einfach irgendwie, habe ich gesagt, nein, Scheiß, nicht schon wieder. Man wollte mich abtreiben, ne? Und das mache ich nicht mit, und habe ich irgendwie gegen meine Eltern etwas gemacht. Mhm. Ne? Und natürlich, das hat Auswirkungen auf das ganze System, auf Körper, auf meine ganze Entwicklung, auf alle Projekte, die ich nicht schaffe, auf viele Ebenen. Mhm. Ne? Deswegen ist das auch zum Beispiel eine Möglichkeit, wo du einfach auch reinschauen kannst. Mhm. Schön.
bitte ich Sie drum. Also, da habe ich die Information. Warum wolltest du dich zurückziehen? Und dann hast du dich aber entschlossen oder den Impuls bekommen, nein, jetzt erst recht. Und der Hintergrund ist, dass im 15. Jahrhundert ein Fluch ausgesprochen wurde auf ein männliches Mitglied deiner Familienlinie. Und dieser Fluch war aus Missgunst, weil dieser Mann sehr reich war und er hatte einen Rivalen, der das nicht gegönnt hat und der auch sich selbst eingeredet hat, dass das unrecht erworbener Reichtum wäre. Und er fühlte sich auch durch irgendein Geschäft persönlich betroffen. Und er hat den Fluch ausgesprochen, mögen deine Kinder niemals älter werden als 6 Jahre. Das ist der Hintergrund. Und du bist eigentlich hast dir die Aufgabe gewählt, diesen Fluch zu brechen. Und der Fluch hat noch mehr beinhaltet, was aber im Moment nicht zur Sprache kommen soll. Und ich kann dir gerne anbieten, dass wir das auflösen. Jetzt. Okay, gut. Also diese Arbeit ist nicht mit einem Mal geschehen, erledigen. Mhm. Das wird auch von Fall zu Fall vom Höheren selbst geregelt. Ich kann dir anbieten eine Sitzung, dass wir überhaupt erstmal reinschauen. Und diese Sitzung können wir, die würde ich aber im Privaten machen. Da können wir aber dann gerne berichten innerhalb der Sendung. Und was geschieht dann? Also es ist so, wenn dein höheres Selbst es so möchte, dann gibt es so etwas wie eine, ich habe den Namen schon wieder vergessen, das müsste ich eigentlich da irgendwo hier geschrieben haben. Also es wird, die Energie wird sozusagen erstmal lahmgelegt und dann hast du 4 Wochen Zeit für die nächste Sitzung. Und dann wird die Energie sowas wie gefangen genommen, sage ich jetzt mal, grob ausgedrückt. Und also ich habe bisher... Aber da gibt es eine Narkose, ne? Dann ist eine Narkose. Nee, es ist irgendwie... also ich habe zum Beispiel bei einer Person, da wurde das in einem Kristall transferiert. Und dann hat man Zeit, das Ganze umzupolen, sodass überhaupt im Moment erstmal diese Wirkung, weil das ist, wenn das aktiviert ist, dann wirkt es ja, dass diese Wirkung erstmal neutralisiert ist, dann kann es umgepolt werden und dann verschwindet es automatisch aus dem Kristall, weil es ja dann nie passiert ist. Also das ist grob gesagt, auch da ist noch Forschung nötig und weil es sich auch sicherlich von Fall zu Fall anders entwickeln wird. Schön, was jetzt?
Also es ist auch so, dass die im Zellsystem gespeicherte Energie natürlich auch sich auf Organe auswirken kann. Das bedeutet, die körperliche Befindlichkeit wird sich verbessern. Eigentlich das ganze menschliche System wird sich verbessern, weil auch oft Schwüre eine bestimmte Art von Gift enthalten. Flüche sind manchmal noch dramatischer. Und es kann auch passieren, dass innerhalb dieser Umpolungssitzung der Fluch, der ausgesprochen wurde, einfach an die Person zurückgeschickt wird. Auch das ist möglich. Also wie gesagt, es steckt da noch viel Forschung drin. Ich weiß, es ist eine ganz wichtige Arbeit, weil es eben im kollektiven Bewusstsein sehr viel bewirken wird. Und natürlich in der göttlichen Matrix, weil alles, was aufgelöst wird, verschwindet ja auch aus dem Massenbewusstsein, verschwindet aus dem morphogenetischen Feld. Das heißt, das gesamte Bewusstsein der Erde wird sich auch dadurch, der Menschheit, der Erde, das kollektive Bewusstsein wird sich dadurch verändern. Es wird alles harmonischer werden und das Gleichgewicht wird sich verbessern. Okay, wer mehr wissen möchte, wir werden in dieser Woche des Kongresses Montag, Dienstag eine Familienkonferenz machen, wo Elke das einfach auch vorstellen wird. In dieser Woche wird auch möglich sein, Behandlungen zu bekommen. Unbedingt. Das wird Montag, Dienstag, 29. und 30. August. Ne? Und weitere Referenten können gerne kommen. Also das ganze Wochenende werden Referenten vorgestellt, die voneinander lernen und die auch die in der Liste sind. Und jeder kann einfach auch dazukommen und bitte ich schon Zusagen zu machen und das auch weiterzugeben. Hat noch jemand Fragen hier in Bezug oder was zu sagen? Bevor wir das abschließen. Also ich sage vielleicht noch Folgendes. Also jeder, der sich entscheidet, diese Arbeit mit mir gemeinsam zu machen, sprich die Behandlung mit mir zu machen, beteiligt sich an der Entwicklung, trägt dazu bei, dass sich auch mein Wissen dazu vertieft, die Weisheit dazu vertieft und auch die Möglichkeiten, wie damit umgegangen wird und wie damit gearbeitet wird. Also es ist eigentlich ein Geben und Nehmen, weil ich lerne genauso viel daraus an Erfahrungen, an Möglichkeiten, die sich mir dadurch zeigen werden. Und ich finde, das ist eigentlich das Genialste daran. Wer nicht lernt beim Lehren, lehrt nicht beim Lernen. Genau. Schön. Wie geht's uns hier? Gut. Gut, ne? Okay. Im 29. August, 1. September. Das ist alles im Netz. Sucht ein bisschen. Wäre schön. Gut, dann machen wir unsere regelmäßige Abendsendung weiter. Die noch kurz eine Resonanz. Ja, bitte. Warte mal, ich schalte dein Mikro ein. Jeannie, so neue Zuschauerin, also im Chat zumindest neu. Ihre Erfahrung ist so, Fluch kann man erlieben, dann löst er sich auch auf, umarmen, lieben, loslassen. Maddie macht es zum Beispiel nach der russischen Methode. Was ist stark? Die Liebe. Chini sagt, ihr seid eine gemütliche Runde. Maddie schreibt, bewusst machen, Vergebung, Liebe.
Und Haselmaus bedankt sich nochmal ganz herzlich für die Beantwortung deiner Fragen. Hier rumzuspielen. Schade, dass niemand diesen Spaß versteht. Okay, so jetzt, ich mache jetzt seit 10 Tagen oder 2 Wochen, alle Videos sind gespeichert. Ich zeige euch wo ihr die sehen könnt, sowohl in Kanal 1 wie auch auf 7Load, YouTube und so weiter. Matrix Familiencode, das ist in Frankreich entstanden und ich kann heute Abend den Matrix-Familiencode von einer Person hier malen, aufzeichnen, dekodieren und zeigen, welche Schritte am einfachsten sind. Ich habe gesehen, dass im Familiensystem viele Forschungen gibt und dieser Matrix-Familiencode geht es einfach darum, alles was man könnte 300 Jahre mit dem Familiensysteme arbeiten und dass oft viele, die in Familiensysteme arbeiten, wird eine Sache hier gemacht und eine Sache da gemacht und ich mache das online, Sabine, danke. Habe ich gesehen, die Zeiten sind so schnell, jetzt ist es möglich, dass man diese Matrix-Familiencode, so wie in der planetarischen Herkunft geschrieben ist, so wie uns, dass die Monika Kronschläger machen könnte zum Beispiel oder anderen. Wie sieht dein Matrix-Familiencode? So, 6 Milliarden Jahre später, wie siehst du jetzt? Wie weit ist der Weg von deinem Ursprung-Matrix, Ursprungsplanet und jetzt? Was ist dazwischen? Das heißt, wenn wir erfassen diese deinen Matrix-Familiencode und wir wissen, in diese 6 Milliarden Jahre brauchst du nicht jetzt 30.000 Jahre, um das wieder in Ordnung zu bringen, schauen wir, welche Punkte, welche Schritte, welche Prioritäten du einfach auch setzen kannst, um bis 2012 dies einfach auch zu beschleunigen. Denn wir müssen nicht mehr so viel arbeiten. Und 2012, durch die magnetische Veränderung, wir sollen nicht leiden und wir sollen uns vorbereiten, und zwar die Bereinigung in der Schnelligkeit der Jetztzeit erforschen und jetzt anwenden. Deswegen biete ich an, diese Forschung, was ich mache, diese kurze Zeichnen, das Matrix-Familiencode, ist der Beginn, wo man einfach auch bildhaft, mit einem Bild einfach auch Informationen oder die Seele Informationen bekommt, welche schnelle Schritte gemacht werden können. So, und nachdem dieses Bild gemacht worden ist, dann kann zum Beispiel die Anneliese Sommer, die Anneliese Cernet, wenn jemand in Frankreich ist, wenn jemand in Italien ist, das kann die Simona, wenn jemand hier in der Nähe ist, dann kann sie bei dir. Also ich gebe einfach auch diese Informationen weiter und dann können diese Sachen im Familiensystem aufgelöst werden und dann können wir zusammen nochmal mit den 400 Meistern, die jeden Tag online mit dabei sind, nicht immer zeitgleich, aber durch den ganzen Tag, diese Sendungen 400 bis 500 Leute jeden Tag schauen und dann können wir das nochmal mit dieser Kraft und Aufmerksamkeit und schauen und lernen, wie schnell es gegangen ist, diese Transformationsprozesse. Weil viele machen eine Sache, dann noch eine Sache, ach doch, keine Lust und die alten Systeme setzen sich wieder drauf. Mhm. Und auf der Grundlage des Ganzes ist eigentlich nichts geschehen, nur 1, 2 Erfahrungen, die zurückgegangen sind. Jetzt nochmal Zwischenmeldung, wieso erst 2012, wir sind da schon mittendrin, ist da schon alles am Laufen? Eben, das meine ich, weil viele warten schon noch 2012, aber ich sage, wenn wir jetzt nicht die Schritte tun, die wichtig sind,
um mit der Zeit zu gehen, dann passiert vielleicht, dass es vielleicht kein Telefon mehr gibt und wir nicht Fernwahrnehmung können. Dass wir die alten Sachen, weil sie, dass irgendein Organ plötzlich versagt, es ist jetzt klar, Dringlichkeit absolut. Deswegen wundere ich mich, dass diese Struktur jeden Tag voneinander lernen, sich nicht so entwickelt hat, wie es nötig wäre, durch den Einsatz, den wir einfach auch tun. Ne? Und deswegen... schnell verändern können, damit der Magnetismus keine Auswirkung hat oder diese Veränderung. Und deswegen jeden Abend uns vorbereiten, uns wirken, damit jetzt seit 2012 mit der Zeit gehen, in Liebe, in Entspannung, mit der Zeit und nicht plötzlich muss ein Krieg kommen, muss ein Magnetsturm kommen, ein Tsunami kommen, damit wir plötzlich Mitgefühl gehen oder plötzlich anfangen, nach innen zu schauen. Jeden Abend machen wir das. Wir haben über 30 Kanäle. Wäre schön, wenn das sich weiterentwickeln würde. Ist noch sehr klein, was jetzt ist für mich. Ich bin zufrieden, aber das ist die Antwort. Ja, einige sind natürlich jetzt später zugekommen, wissen jetzt nicht richtig, worum es geht. Was ist denn Thema erschaffen? Und Genie schreibt, Gedanke ist Gedanke erschaffen. Der Moment ist alles, was es gibt jetzt. Ja, was ich jetzt anbiete, ich kann für dich, wie gesagt, wir haben viele Sendungen, die man sich anschauen kann, die sind alle gespeichert. Ich biete jetzt eine Person an, ich bin immer für Erfahrungen, für Lernen aus der Runde. Kann ich deinen Matrix-Familiencode kurz wahrnehmen, aufzeichnen und dir zeigen, welche Schritte notwendig sind, um zu diesem deines Milliarden von Jahren Code zurückzukommen und alles zu löschen, damit durch den veränderten Magnetismus, einfach hier gibt es Attacken, durch diesen veränderten Magnetismus einfach auch wieder sehr easy gehen können. Ne? Und ja, wer möchte? Okay, gut, ich mache das jetzt am Computer. Kannst gerne da bleiben, die Zuschauer können das dann einfach im Computer sehen. Und das wirst du von hier auch sehen können. Okay? Kann ich mich da hinsetzen? Kannst du gerne näher kommen? Also, Jana. Sehr angucken. Also das Bild, das Bild wird dann gespeichert und du kannst es natürlich dann einfach auch sehen. Okay. So, ich blende jetzt. Ein kleines Programm, damit wir also die erste Wahrnehmung ist, dass ich sehe einfach drei schwarze Punkte hier. Eins, zwei, und drei. Also ich nehme jetzt noch nicht den Organismus deiner Matrix wahr. Und so meine Wahrnehmung, und dass es wichtig ist, jetzt, dass jemand der Familienstelle oder sich damit auskennt, mit diese drei schwarzen Punkte einfach arbeitet. Audio? Ist das gut? Nein. Aha, und jetzt? Ist besser?
Schlechter verzerrter Ton. Ja, dann. Das ist besser. Sonst immer das andere. Ist besser. Das muss doch besser sein. Also ich finde nicht, sie wird geschrieben, ja. Ja. Ja, weil nur, wenn du antwortest, wir machen wir weiter. Ja. Wurde kurz besser. Ist besser, so ein bisschen besser. Ah. So. Ist es besser? Okay, sonst sag einfach auch Bescheid. Schwierig, einfach in die Wahrnehmung zu bleiben und so weiter und so weiter. Ne? Okay. Also ein bisschen. Okay, Dankeschön. Also schon ein Kunstwerk in der Wahrnehmung zu bleiben, wenn man 12 Job gleichzeitig macht. Okay, das sind 3 schwarze Punkte. Ne? Ich schaue mal, was es ist. Jeder, der etwas wahrnimmt, kann dies einfach auch helfen. Wir arbeiten immer zusammen. Und ich kriege einfach auch mit, dass es 3 geografische Punkte, diese schwarze Punkte entsprechen. Das heißt, es geht um geografische Punkte, wo etwas geschehen ist, wo etwas einfach auch verankert ist. Das heißt, die Aufstellungen würde ich machen, nicht mit Menschen, sondern mit 3 geografischen Punkten dieser Erde, mit Städten. Fühlt deine Seele mit? Kriegt mit, was es ist? Noch nicht. Okay, gut. Was kann sich daraus entwickeln? Wenn diese Arbeit einfach auch gemacht ist, dann wird sich eine orangene Linie entwickeln, die so ein Öffnung und Wegweiser ist. Öffnung oder? Öffnung und Wegweiser. Hoffnung. Hoffnung. Mhm. Wenn du diese Hoffnung gehabt hast, ich mache jetzt eben erstmal die Zusammenfassung, dann wird sich den Organismus, deine Matrix bilden. Das ist blau als Kreis und dein Organismus bekommt einfach auch 2 Farben, oben rot und unten grün. Und das wird auf der als Zellenstruktur sehr einfach sein, sehr schlicht, wunderbar und ja, und sehr stimmig. Diese geografische Aufstellung, die notwendig ist, die natürlich auch mit Menschen zu tun haben, aber die würde ich nur in Bezug auf geografische Punkte kommt aus dieser nicht, du weißt nicht, wo du zu Hause bist, wo du was machen kannst. Egal wo du bist, spürst du vielleicht manchmal den anderen Platz oder fühlst du dich da nicht zu Hause. Das heißt, das wird die Auswirkung haben, dass du diese orangene Linie bist, so eine Sicherheit im Tun, ein Weg, und wenn du den Weg entwickelst, einfach auch
den Organismus deine Matrix-Familiencode. Und das wird dir diese ganze Unsicherheit und deine Langsamkeit dann wird aufgehoben damit und wird sich einfach auch verändern. Das heißt, dann wirst du gezielt deinen Weg gehen und dein Organismus wird sich einfach auch wunderbar entwickeln. In Bezug auf diese geografische, also manchmal, normalerweise stellt man Menschen im Familiensystem, aber ich würde Orte im Familiensystem stellen, wo Menschen damit einfach auch zu tun haben. Und die Zuschauer, ein paar Zuschauer haben das mitgekriegt, welche Orte es sind. Bitte ich dies einfach auch zu schreiben, mitzuteilen. Es ist wichtig für dich, weil wir kriegen das so oder so raus. Bitte ich dich, in den Chat reinzugehen und dies einfach auch zu schreiben oder E-Mail oder übers. Also mir fällt jetzt kein Ort ein, aber mir fällt England, Schottland ein dazu. Das war so spontan die Eingebung, erstmal als du gesagt hast, drei geografische Punkte. Welche Emotion ist damit verbunden? Ja. Welche Emotion ist damit verbunden? Natur. Welche Emotion? Also die Frische der Natur. Also das, was ich in England auch erlebt habe, also dieses Regen und dann wieder Sonnenschein am Tag. Welche Emotion? Das ist... Klarheit. Klarheit. Mhm. Und wenn die Klarheit nicht da ist, was ist das Gegenteil von Klarheit? Verwirrt. Verwirrung. Verwirrung. Das heißt, in dieser geografische erste Ort wird sich Verwirrung in Klarheit umwandeln. Ist es dein Wunsch? Ja, auf jeden Fall. Und was kann zum Beispiel klar werden in Schottland? Gefühle. Gefühle. Oder will ich ihn küssen oder was weiß ich was? Ne? Ja. Ja, das ist toll, das ist wichtig. Okay, das heißt, eine Aufstellung bitte ich einfach auch mit diesem Ort zu machen, da wirst du weitere Informationen bekommen. Wir haben in Berlin schon einige, was die nächsten Tage auch sein werden, oder hier wird sicher auch möglich. Ich will das nur antasten. Ne? Mhm. So, was geschieht dann? So, zweiter Ort. Ja. Ich merke irgendwas. Was Festes, was Dunkles. Also in Bezug auf Schottland war jetzt Grenzen positiv gesehen, was du dort lernen kannst. Kornkreise. Und dann war der erste Impuls von Maddie. Den Heimatstützpunkt zu löschen. Moment. Nee, fallen zu lassen. Also Heimatstützpunkt fallen zu lassen. Okay, das sind jetzt Symbole, was wir in kurzer Zeit einfach auch machen. Ne? Die versteht man oft in der Nacht oder Tage später. Ne? Heimatstützpunkt fallen zu lassen, das ist sehr interessant. Maddie? Ja. Schön. Okay, wie gesagt, ich möchte das nur kurz ansprechen und dann die Weiterentwicklung zeigen, wie diese Matrix-Familiencode in kurzer Zeit einfach sich entwickeln kann und uns wieder rückverbinden kann mit unserer 7 Milliarden Jahre alte Geschichte. Zweiter Ort? Da fühle ich irgendwas mit Dunkelheit und Festigkeit. Aha.
aufbrechen. Welcher Ort? Kriegst du sowas wie Polen, Russland? Kriege ich so einen Ort? Ich habe... Nein, ich kriege keinen Ort. Bin immer noch bei England, Schottland. Okay. Gut, ich denke, die anderen Orte werden einfach auch kommen, ne? Mhm. Du möchtest da weiterschauen, England? Ja. Okay. Aber ich bin jetzt schon beim dritten Punkt. Aha, okay. Welche? Also ich weiß nicht, wieder nicht jetzt örtlich, bin ich immer noch bei England und Schottland. Und aber auch bei Fröhlichkeit. Also bei Lebendigkeit, mhm. Fröhlich sein, mhm. Leben. Okay, dann gehen wir, was hat Mädi geschrieben, genau Sabine? Die Verankerung auflösen. Das war ganz am Anfang. Heimatstützpunkt. Erstens, je mehr ich einfach loslasse und nichts tue eigentlich und einfach nur bin, desto mehr kommen die Sachen auf mich drauf zu. Ich brauche eigentlich gar nichts zu tun. Ich habe auch manchmal das Gefühl gehabt, wenn ich da rangehe an irgendwas oder rankomme, dass es so groß ist, dass ich das erstmal gar nicht verarbeiten kann und dass ich... Dann machen wir das. England, Stützpunkt, England, wird das fallen lässt. Dass ich mir wünsche, dass jemand da ist, der mich in dem Moment erstmal begleiten und irgendwie begleiten kann. Wir sind doch hier. In dem Moment schreibt jemand, du bist begleitet. Wir sind doch hier. Also, Heimatstützpunkt England fallen lassen. Was könnte Schlimmes geschehen? Oder lass es jetzt fallen, mal gucken. Wir sehen zusammen, wie das fällt. Ich weiß nicht, wo es hin. Das fallen und dann schauen wir zusammen, wo es hingeht. Wenn du es vorher weißt, dann macht das keinen Spaß. Kommst am Bahnhof, oh, wo geht's heute hin? Ne? Mal gucken. Ne? Ich nehme jo. Alle liebevoll in die Arme, in die warmen Arme, Heimat suchen. Könnt ihr beide ein bisschen mit mir vorkommen? Ein kleines Stück irgendwie noch? Also, ich weiß jetzt nicht, ob es Sinn hat, dass ich sage, aber ich habe vorher irgendwie im Kopf gehabt, wie so ein Strudel, der nach unten zieht. Also als wäre irgendwo was, was dir Energie zieht. Und das hat vielleicht mit diesem Stützpunkt, wenn jetzt der Impuls kommt, von wegen Stützpunkt fallen lassen, dass dann auch dieser Sog weg wäre, der dir irgendwie Energie... Also das ist jetzt das, was ich fühle, dass da irgendwas ist, was dich so ein bisschen lähmt oder nicht, außer... Ja, was dich einfach schwächt, dass du deine Kraft nicht richtig fühlst im Körper, dass du deinen Körper nicht wirklich bewohnen kannst, mit aller, mit allem. Ich hatte auch dieses Bild irgendwie ins Bodenlose fallen, weil du sagst Strudel, also es hat schon, geht so. Okay, das heißt, diese Angst ist da, wir können darüber sprechen, aber tu es einfach, dann sehen wir dann. Ja. Passt. Er hatte den Impuls, wer? Markus. Markus, hallo. Er hat direkt den Nordpol gesehen, Alaska, Zugang zum Inneren. Das passt dazu auch, was Elke vorhin gesagt hat. Ne? Was hat? Was? Okay, mit der Forschung von vorhin. Ne? Mhm. Okay, dann tu es einfach jetzt. Du bist am Bahnhof, du musst deinen Zug verlassen, ob du willst oder nicht. Der ist angekommen. Steigst du aus,
So, und jetzt bist du auf dem Glassteig. So, jetzt erst. Jetzt erst können wir schauen. Wohin? Ja, das hat sich, ist die Verankerung weg. Ist der Strudel noch da? Du gehst nicht in den Strudel, sondern du verlässt nur die Verankerung. Passiert nichts. Ich sehe die Reise, wohin es die nächste Reise geht. Oder das entscheidest du. Ich glaube, wenn man sich jetzt wirklich fallen lässt, dann fällt man erstmal in den Strudel und es ist okay. Das muss okay sein, in den Strudel fallen zu dürfen. Okay. Ja. Okay. So tief wie es geht. Einfach dem Raum geben, das darf sein. Da muss man. Ja. Genau, die Frauen sind immer so sanft mit solchen Prozessen. Schön. Okay. Aber eben, für mich ist es einfach so, dass es, ist okay, wenn wir weitersprechen? Ja. Der Strudel gibt es gar nicht. Wir haben Angst, dass ein Strudel da kommt, aber den gibt es gar nicht. Das heißt, wenn man in den Strudel reingeht, dann denkt man, bleibt man weiterhin in die Verankerung. Weil die Angst, in den Strudel zu geraten, ist die Verankerung. Das heißt, jetzt gibt es, du bist am Bahngleis, immer wenn ich da bin, was ist eben, gerne, also wir arbeiten hier zusammen. Und Schottland, der Zug ist weg, und jetzt wohin? Es gibt die Tafel. Der Schottland, du bist aus Schottland gekommen und der Zug dann hört auf und dann musst du einen anderen Zug nehmen. Der ist Endstation. Jetzt aus Schottland weggefahren, oder? Umsteigen, ja. Mhm. Umsteigen und jetzt, was ist der zweite geografische Ort? Ich sage, ich gehe normalerweise nicht in die Sache drin, ich will nur eine kleine Aufzeichnung machen, weil das ist nicht meine Aufgabe. Das mache ich jetzt einfach, weil... Ich weiß, was ich mache, was ich London. Machen soll und was nicht. Ne? London. London, aha. Okay, das heißt London. Was für eine Emotion ist in London? Also vielleicht ist der Strudel noch da oder kannst du wieder aufstehen? Ich will nicht aufstehen. Okay. London, was für eine Emotion ist in London? Ein bisschen verstaubt, ein bisschen Frische. Also Frische Kühle. Und Staub? Ja. Okay. Braune, schwarze Farben, aber auch irgendwie was Helleres, so dazwischen so grau. Himmel, Sonne. Okay. Die Verknüpfung mit Menschen, das schauen wir in einen anderen Kontext. Also da will ich einfach auch nicht rein. Den dritten Ort. Ah, Sabine, ja. Den Ort ist nicht, aber steht, es ist wie wenn Lichtringe aus dir zum Boden fließen. So schön. Schreibt Markus und Markus schreibt auch, Elkes Energie ist dabei sehr wertvoll. Mhm. Wie schön, dass sie auf dem Weg begleitet in Stille. Findet auch Haselmaus. Hallo Haselmaus.
Wandlung, Tod ist Wandlung, Erneuerung. Es ist ja unglaublich, so zusammenzuarbeiten. Ne? Das fühlt man einfach auch plötzlich, die Stille. Das ist schon ein großes Geschenk. Das hört sich gut an, was du sagst. Es ist unglaublich, so schön zusammenzuarbeiten. Ja. Das fühlt sich so gut an, so toll. Die dritte Art. Kein Ort, Irland. Welche Emotion ist da? Nicht vorwärts kommen irgendwie. Was? Nicht vorwärts kommen? Nicht vorwärts kommen. Und die Kehrseite des Emotionen? Rennen, oder? Wenn man das plötzlich loslässt, nochmal Verbesserung. Er hat gemeint, als wenn Lichtringe von Elkes Füßen ausgehen, aus Elkes Füßen zum Boden fließen. Das hat Armin auch gesehen. Okay. Jetzt grün und rot, den Kreis, hat dir das Tier gefallen? Hat mir gefallen, ja. Ja? Mhm. Und diese orangene Linie? Ja, orange liebe ich sehr. Ah, okay. Mhm. Okay. Bist du zufrieden mit den... Schön. Ja. Schön. Kannst bleiben. Okay, ich sage noch, deine... Beginn der Matrix und dann können wir einfach auch wieder zusammenkommen. Armin hat Irland bestätigt. Mhm. Bleib, wir brauchen einen neuen Teppich hier. Oioioi, Verena wehrt sich. Sollen wir in den Norden gehen? Von Armin und Dieke. Welchen? In der Welt oder? Oder in den Norden von Irland. Okay. Generell in den Norden, denke ich. Erde. Davon Island oder Grönland. Okay, jeder, der noch etwas sagen möchte, alles, was nicht gesagt wird, an Informationen wir bekommen, ist für lebenslang nicht mehr möglich. Ist ja für die Ewigkeit, ja. Ich habe ein Thema. Ich weiß nicht, ob es ein Thema ist oder ein Bezugspunkt. Und zwar die Jungfrau von Orleans. Was macht es mit dir, wenn ich das sage? Eine Jungfrau ist ja nicht mehr. Ja, ich auch gerade sagen. Ja, passt. Interessant, oder? Ja. Interessant für mich. Mhm. Aber ich weiß nichts da so von. Ich weiß nicht viel darüber oder gar nichts. Das ist die. Ich sehe da so eine Frau mit einem langen Gewand und dann so irgendwie langes, irgendwas lange Bahn, also was man so irgendwie um hat, so, und was aber dann so irgendwie so rumweht und ganz lang ist, also zwei solche Faden, die dann hinterher oder um den Körper rum irgendwie so im Wind und so sind. Sie hat so ein Ideal gekümmert. Also so Freiheit, habe ich so das Gefühl. Freiheit, ja. Totale. Sie ist dafür gestorben. Mhm. Beziehungsweise hat sie gezeigt, dass die anderen tot sind. Mhm. Es steht in irgendeiner Beziehung mit dir. Okay.
von Genet noch grün und rot, Komplementärfarben, sie harmonisieren sich. Mhm. Haselmaus schreibt, du bist so ganz du, so lebendig. Ist das eine Wahrnehmung jetzt? Mhm. Mhm. Zieh mal grüne Hose an. Okay. Oben rot hast du schon. Dankeschön. Noch kleine Impulse. Und hier ist ein Dorffest, da will ich noch. Gestern haben wir ganz schön getanzt. Ganz toll. Noch Impulse, die nicht zurückgehalten werden sollen. Ja, ich möchte noch was. Ist ja ganz schön geschwätzig. Ich möchte gerne noch etwas zu dir persönlich sagen, Jana. Du bist ja jetzt das zweite Mal hier. Und ich empfinde dich jetzt mehr ausgeglichen. Also ich fühle mich wohl in deiner Gegenwart und das haben mir andere auch bestätigt. Und du bringst eine besondere Art von, eigentlich kann ich es nicht beschreiben, es ist flüssige Stärke. Ich weiß nicht, was das heißen soll, flüssige Stärke. Wir sind Schöpfer, jeden Tag neue Worte. Ich mag dich einfach. Ich sehe das vielleicht so ein bisschen als Stärke, die nicht hart ist, die also auch was Angenehmes. Also dein Wesenskern ist sehr aufbauend, ist sehr unterstützend und ich mag dich, um mich danke, zu haben. Du bist jederzeit hier gekommen. Jederzeit. Danke, wenn du das. Wenn du dich ausruhen willst, dann von mir. Was? Was? Kopf weg. Okay. Ja, danke. Und wenn du in der Sendung eine Stunde davor hier gewesen wärst, mit Jens, ach, niemand sieht dich. Ne? Okay. Du strahlst eine Frische aus. Mhm. Herausfordernd, inspirierend. Auf das habe ich gewartet im Arm. So schön. Du bist so unsanft. Ne, mach weiter, das ist toll. Oh, das war gut. Ja, das kann auch. Ja. Was Jens sich nicht getraut hat. Jetzt werde ich aufschlüssig. Das ist gut. Ich weiß. Warte mal, die macht mich flüssig. Boah, ist alles so verhärtet, meine Muskeln, das ist toll. Kann echt flüssig machen. Ich habe diese Flüssigkeit gesehen jetzt, wie diese Lichtkörper wird erzeugt. Oh.
könnte jetzt nur weitermachen. Okay, das ist ganz toll und so erreicht genau die Stärke, also die, die sich erschrecken, jeder wurde das anders, aber weil meine Faszien sehr so starr sind, brauchen das. Also war für mich perfekt, kann es weitergehen und es war wirklich eine Verflüssigung, ne? Und das ist ja unglaublich, ne? So schnell habe ich das noch nie erlebt. Also du holst in Menschen das Beste raus. Das ist wirklich, du ermutigst Menschen wirklich. Das stimmt. Ja, also das. Wenn ich in meiner Kraft bin, dann kann ich das gut. Genau. Danke. Sabine? Noch was? Wärme. Orange hilft sehr, mit dem die Seele der Seele einfach zu sein. Okay, mit der vorhin. Okay, dann den Rest könnt ihr euch vorstellen. Wir machen hier weiter. Nee, wir gehen aufs Fest oder was weiß ich was. Danke fürs Dabeisein. Meine Wertschätzung für alle Meister, die es verstanden haben, dass in dieser Dimension zusammen zu sein, wird jetzt zusammenwachsen, in der Fernwahrnehmung die beste Ausbildung ist. Und das, was jetzt geschehen ist, war nicht nur für mich, sondern für alle, die das gebraucht haben, dass alles, was wir heute gemacht haben, immer für alle war. Und was wir gestern oder die Tage davor gemacht haben, dass es nie für eine Person ist. Das heißt, genießen wir einfach auch rückwirkend und lassen wir auf uns wirken, alles, was hier geschenkt wurde oder was alle Meisterenergien jemals geschenkt haben, steht uns alles zur Verfügung. Stell dir vor, um dich herum regnen Riesengeschenke und du guckst woanders hin. Und so wie Eier und die zerdeppern dann auf dem Boden. Du brauchst ab und zu nur eins zu nehmen und dich einfach auch zu erfreuen. Ja, denke, morgen geht es weiter und die Wiederholung mit dem Krieger Jens wird gleich zu sehen sein. Und die Wiederholung hier der Sendung wird auch in Kurze zu sehen sein, in den Ordner Matrix Familiencode. Dankeschön und bin echt stolz, hier in diese tolle Atmosphäre zu sein, mit diesen tollen Menschen und die Wertschätzung nochmal für alle Zuschauer. Und ich danke allen für ihre Liebe und Unterstützung. Danke. Ich danke auch. Und eben Schelka, wenn du noch da bist, was Elke macht, das wäre einfach auch sehr gut für dich. Mit diese Pfeile, die wir gezeichnet haben, bei dem Matrix-Familiencode ist genau das, was ich dir empfehlen würde. Jimmy schreibt, wir sind ein Tropfen dieses Geschenkeregens. Dieter schreibt, Elke, du bist fantastisch. Danke. Du hebst von jedem zarten, herrlichen Kern hervor. Markus, ich spüre Elke heute auch sehr, so warm und liebevoll. Für alle, die da sind, tragend, begleitend und viel mehr. Das macht die Familie, die ich hier habe. Das ist für mich absolut Freude. Es ist Wohlgefühl pur. Und das gibt mir Kraft. Und aus dieser Kraft heraus ist auch alles leichter. Schluss mit dieser Munschelei jetzt hier. Ja, gehen wir jetzt einen trinken. Besonders danke ich Jeet. Ohne Jeet wäre das alles nicht möglich. Ohne Jeet ginge es gar nicht, Jeet. Ich muss meine Augen putzen. Du bist. Nee, ich.
Wunderbar. Du unser Leben, ihr seid wunderbar. Ich danke dem Leben, dass es uns zusammengeführt hat. Danke dir. Und euch allen in der Runde.